Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe Promi-Geflüster. Heute habe ich gleich drei Interviewgäste am Start. Das sind zum einen Sascha Piero, Gesang, Christian Flaps, Keyboard, Dominik Decker, Gitarre und zusammen sind sie Marquez, eine deutsche Popmusikband aus Hannover, vorwiegend spanische Songs steht auf ihrer Fahne. Hallo und herzlich willkommen euch zusammen. Hallo, hi. Ja, seid ihr gerade in Hannover oder wo treffe ich euch an? Na, du siehst ja schon das spanische Licht im Hintergrund. Das ist im Süden von Hannover, Barcelona quasi. Okay, sehr schön. Ja, also wenn man wirklich nochmal ein bisschen kurz zurückschaut, 2006 habt ihr euch gegründet, genau. Und natürlich, wenn wir jetzt so zurückrechnen, ihr seid jetzt 18 Jahre dann, da werdet ihr jetzt... Wir sind volljährig, ja, volljährig. Genau, oder? Ja. Ja, also reife Musik, ja, tatsächlich. Reife Musik, genau. Und natürlich gereifte. Damalige erste Debütsingle, die hat ja erstmal die südländischen Ferienorte erobert, kann man sagen. Ne? Und natürlich auch entsprechend war da in über 11 Ländern sozusagen in den Top 10 Charts dabei. Das hat eigentlich sonst kaum noch jemand geschafft gehabt damals bis dahin, ne? Ja, da müssen wir ja natürlich gemein jetzt von mir, dass ich sage, die erste Single war sozusagen unser Start, das war El Temperamento. Ja. Und diese 11 Länder, die wir dann erobert hatten, war dann quasi so im Nachhinein, als wir so quasi gemerkt haben, wow, das macht Spaß, das kommt gut an. Dann kam nämlich Vayamos Compañeros 2007 und da kamen wir dann wirklich mit diesen 11 Ländern hin. Ja. Und das war natürlich was ganz Besonderes für uns. Ja, das glaube ich, ne? Natürlich. Und jetzt gibt es wieder sozusagen auch eine kleine Premiere gleichzeitig, denn ihr seid jetzt auf Eroberungstour in die Schillerstraße oder Schillerallee vielmehr. Und die befindet sich wiederum bei Unter uns. Also TV-Premiere, seid ihr als Schauspieler unterwegs oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, war schon lange unser Wunsch eigentlich, ne? Also, oder? Also, kann man so sagen, ja. Schauspielerisch. Die meine Jungs gucken ja auch sehr viel Fernsehen, ich ja nicht. Ich glaube, es ist umgekehrt, oder Sascha? Ach, so ja, ich guck sehr Sascha viel kennt sich so gut aus mit Film und so weiter, ist quasi ein wandelndes Lexikon. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, dass er auch seine schauspielerischen Qualitäten ausspielen konnte. Absolut, absolut. Das ist wunderbar gemacht, fand ich. Aber was wir gemerkt haben, also immer wieder, wir haben ja Respekt vor allen Leuten, die ihren Job so gern mögen und gern machen und auch erzählen, was wie, also jeder Job ist ja anders. Musiker haben halt ihren Musikerjob und Schauspieler haben ihren Schauspielerjob. Es ist komplett nicht einfach. Also ich glaube, wenn man als Musiker denkt, ach, schauspielen könnte ich auch. Ich fand das total aufregend und schwierig und war total begeistert, wie Schauspieler sich in kürzester Zeit einen Text drauf ziehen können, wie sie sich in eine Rolle reinleben. Wir mussten ja nur so einige Sachen mal sprechen. Also wir dachten eigentlich, wir kommen dahin und performen einfach nur unseren Song schön und haben Spaß dabei. Aber dann hieß es auch, nee, könnte man das und das sagen. Und dann dachte ich so, oioioi, das ist echt ein anderes Gefühl. Also ja, eigentlich hat Sascha alles übernommen, ne, was das Sprechen angeht. Ne? Ja, aber überlegt mal, ihr hättet das auch noch gemacht. Das wäre ja komplett... Also daher den ja, warum Respekt nicht? Vor allen Schauspielern. Warum denn nicht? Ne? Ja, das war ein Scherz. Aber, wir fanden das wirklich ganz besonders. Und auch mal was vor der Kamera zu sagen, was einem quasi in den Mund gelegt wird, weil sonst dürfen wir immer frei Schnauze drauf losreden. Und jetzt wurde gesagt, nee, wenn ihr was sagt, dann geben wir euch das vor. Das fand ich schon mal anders als sonst. Ist es da wirklich so, dass wirklich jedes Wort so kommen muss, wie es im Drehbuch steht, oder dass es nur, nee, dann, Sinn, dass es nur entsprechenden Sinn ergibt? Also wäre das der Fall gewesen, dann hätte ich mir vorstellen können, dass wir so 3 Wochen an der einen Serie gearbeitet hätten. weil ich das, also ich hätte es nicht hinbekommen. Nee, tatsächlich, es muss natürlich, der Inhalt muss stimmen und man kann natürlich ein paar Worte oder ein paar Sachen so sagen, wie man sie selbst fühlt vielleicht in dem Moment. Aber die Schauspieler haben, habe ich das Gefühl gehabt, natürlich ihren eigenen Flair da reingebracht, aber die haben sich schon ziemlich gut an den Text gehalten. Spannender wird es wahrscheinlich dann noch, wenn das Ganze auf die Theaterbühne geht, weil dann ist es live. Da kann man dann nicht mehr irgendwo ansetzen dann für einen Schauspieler dann. Ne?
Ja, das stimmt. Man hat beim Theater das Glück, dass meistens irgendwie eine Soufflage da vorne sitzt, die manchmal, wenn ein Textsänger ist, da nochmal kurz so ein Wort so reinwerfen kann. Das sagt der Theatererfahrung hat. Das hast du beim Film so, wenn das der Fall ist, so musst du natürlich nochmal neu drehen. So ist es, ganz genau. Da muss man dann die Szene nochmal abbrechen, cut und ja, dann geht es nochmal von vorne los. Aber ich denke auch, so eine Folge, die sind auch alle ziemlich unter Zeitdruck, oder? Wie habt ihr den Eindruck gehabt, bis sowas fertig produziert sein muss? Ja, also es ging schon, also da war, das hat man schon zwischendurch gemerkt, den Druck. Allerdings muss ich sagen, die waren auch wirklich dann trotzdem so locker dabei. Wahrscheinlich einfach durch die Erfahrung oder dadurch, dass sie das täglich machen. Ich fand es eigentlich wirklich eine sehr entspannte Atmosphäre, trotz des Zeitdrucks, muss ich sagen. Mhm. Also klar, die müssen natürlich, die keiner hat da Lust, dann bis nachts um zwei zu sein, aber die waren trotzdem alle sehr entspannt. Wir schon, ne? Ja, aber genau, das fand ich auch. Und klar, jede Szene wurde dann nochmal teilweise aus einem anderen Blickwinkel gefilmt. Dadurch hat man natürlich teilweise 4-5 Mal das Gleiche drehen müssen, damit es halt als anderes Perspektiv und nicht die nächste Kamera dann quasi im Weg stand. Das fand ich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man das so quasi auch so oft eine Szene dreht. Und wie gesagt, so Patzer zum Beispiel gab es noch nicht. Man merkte schon, das sind Profis, die machen das schon lange. Weil wir kennen das ja von unseren, wir machen ja nur in Anführungsstrichen Musikvideos und da ist es ja auch so, da man dreht natürlich, wenn man ein Lied auf ein Video kriegen möchte, dann muss man dementsprechend auch so gefühlt 100 Takes machen, dass man am Ende genug Schnittbilder hat. Und beim Fernsehen ist es halt auch so ähnlich. Ne? Man muss dann halt nur Text immer gleichzeitig abrufen können und dann auch noch die Kameraführung richtig hinbekommen. Okay, okay. Aber das Team war super. Ja, genau. Eins war ja besonders lustig, fand ich, da gab es auch so Szenen, da wurde getanzt und es musste aber nebenbei geredet werden und die Sprache wurde aufgenommen. Ach, stimmt. Ja, das fand ich wirklich, wirklich verrückt. Die Sprache wurde aufgenommen, aber es wurde so getan, als gäbe es eine Partyszene drumherum und alle taten so, als sei Riesenparty, aber es wurde quasi keine Musik dazu gespielt, weil die Musik dann quasi den Text überlagert hätte. Und es war also quasi so, wie soll man sagen, so pantomimische Party eigentlich, so eine Art. Das war sehr lustig. Stimmt, wenn es jetzt ein normales Gespräch mit uns wäre, das war eine Party. Das heißt, eigentlich stellst du dir vor, die Leute sind da am Rumtanzen, rumjubeln und dann all nur so. Verstehe. Ihr seid ja aber allerdings nicht ganz alleine musikalisch. Ihr habt, glaube ich, noch Verstärkung dabei, den Juan Daniel. Genau, Signor Juan Daniel. Der Juan Daniel, den haben wir kennengelernt vor ungefähr anderthalb Jahren oder einem Jahr und haben die Idee gehabt, mit ihm einen Song zusammen zu machen oder andersrum. Er kam auf uns zu, was ich sehr super fand, weil das war eine coole Sache, wenn ein Künstler uns anspricht, wo wir auch das Gefühl haben, Mensch, das könnte wirklich zusammen mit uns passen. Sein Musikstyle passt gut zu uns, seine Stimme passt super. Den Song, den wir dann am Ende zusammen jetzt gemacht haben, der ist auch genau für beide Parteien passend. Also für Juan Daniel, wie auch für Marquez. Und dann haben wir uns gesagt, nee, also das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Und wollten natürlich unbedingt, dass man sowas natürlich auch unter uns performen kann. Er passt auf jeden Fall sicherlich auch gut da rein und wir sind ja in vielen Hollywood-Filmen ja auch schon immer dabei gewesen, da kann man ja... Nee, aber die Idee war gut, deswegen sind wir ganz gespannt, wie der Song so ankommt bei dem Publikum und der ist ja noch ganz frisch und Yo Volare heißt der Song ja, das bedeutet, ich werde fliegen, also wir alle zusammen. Schauen wir mal, wie wir durch den Sommer fliegen. Wo fliegt er hin, genau, darum wollte ich gerade fragen, und durch den Sommer und dann natürlich wieder in südländische Gefilde, wo es Sommer ist, oder? Ja, absolut. Es sei denn, die letzten Sommer waren ja auch ziemlich gut in Deutschland. Ich weiß noch, wann war es, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo wir jeden Auftritt ohne Regen hatten. Und ein paar Jahre davor hatten wir jeden Auftritt im Sommer im Regen. Also falls dieses Jahr ein guter Sommer wird in Deutschland, werden wir uns sicherlich mehr hier in Deutschland aufhalten. Man muss mal ja nicht wegfliegen. Genau, das Sommermärchen steht ja an. EM, genau. Fußball, da seid ihr bestimmt auch auf der einen oder anderen Partymeile anzutreffen, nehme ich an, oder? Ja, wir haben da sogar, wir spielen einmal in München vor einem Spiel. Ich weiß gar nicht, ich muss noch mal gucken, welches Spiel das ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Aber natürlich freuen wir uns total als Zuschauer auf die EM. Also ich fieber jetzt schon dem Eröffnungsspiel entgegen und hoffe, dass man viele tolle Spiele sehen kann. Ja. Ich weiß noch 2000, wann war das denn? Ach, egal, aber zumindest war es früher so, immer wenn EM oder WM anstand und wir hatten gerade unsere Auftritte
natürlich auch zu der Sommerzeit besonders viel. Dann hatten wir uns im Vorhinein immer schon darum gekümmert, wo können wir nach dem Konzert oder vor dem Konzert ein Spiel gucken? Was können wir noch mobil im Bus mitnehmen, dass wir das auch wirklich sehen, dass der Empfang gut ist? Also das ist eigentlich schon, das wird dieses Jahr, glaube ich, auch nicht anders. Also man versucht natürlich, viele Spiele mitzubekommen. Und wir hatten, wenn ich das kurz erzähle, wir haben 2008 war das, glaube ich, da war ja die EM in der Schweiz und in Österreich parallel. Ach, stimmt. Und ist ja schon lange her. Aber das war kurz nach Vayamos Compañeros und wir sind auch viel in der Schweiz gewesen damals. Und dann wurden wir beim EM-Gucken 2008 die ganze Zeit gefilmt. Und das war, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen unangenehm, weil man wusste jetzt nicht, wie sieht das jetzt aus, wenn man jetzt so jubelt oder nicht jubelt und weiß ich nicht was. Die haben, glaube ich, so lange gefilmt, bis wir alle drei vergessen haben, dass die Kamera da ist. Genau. Und dann sind wir wieder wir selbst gewesen und haben richtig rumgebrüllt. Wahrscheinlich, genau. Jetzt mal unter uns das Ganze, was ihr gedreht habt und was ihr da zum Besten gebt, gibt es, glaube ich, im Juni zu sehen. Ich glaube, 19. Juni oder wann eure Folge da Also sehr bald. Ja? Ja. Ja, ich weiß auch nicht genau, aber genau, irgendwas in der Richtung wurde uns auch gesagt. Ja. Ich habe auch Mitte Juni verstanden. Wir sind schon ziemlich aufgeregt eigentlich. Okay. Gespannt, wie es aussehen wird. Habt ihr eure Szenen oder eure Folge schon mal sehen können oder mal reinschauen können? Oder seid ihr jetzt genauso gespannt wie alle unsere Zuschauer? Ja, leider oder zum Glück nicht. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Also wie wir auf der Bühne so quasi musikalisch immer so performen, das ist ja, das kennen wir ja. Da wurden wir ja oft genug in den ganzen Jahren gefilmt und haben es natürlich angeguckt. Aber so ein paar Szenen, die halt auch was mit Schauspielerei zu tun haben, da bin ich gespannt. Da habe ich schon Angst. Manchmal, ich bin persönlich immer so, manchmal erzähle ich das eigentlich meinen Leuten gar nicht so. Oh, wir haben jetzt das und das gemacht, guckt mal rein. Da will ich es lieber erst selbst gesehen haben und dann sage ich, so, jetzt könnt ihr euch nochmal anschauen. Es wird ganz bestimmt, also ich glaube, also es kam mir so vor, als wenn das gut wird. Also ist ja auch eine besondere Serie, wenn da auch Musik und so stattfindet. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird gut. Es wird gut. Mit Sicherheit, da denke ich mal, steht nichts im Wege doch der ganzen Geschichte, oder? So. Eigentlich nicht, ne? Nee, ja. Ja, also wie gesagt, da kann man euch jetzt als Schauspieler sozusagen erleben oder in einer schauspielerischen Rolle. Und musikalisch, was passiert da weiterhin? Also wenn ich so nachgeschaut habe in eurer Biografie, so alle zwei Jahre ist ja ein großes Album dann quasi gekommen. Von 20 auf 23 waren es 3 Jahre. Was passiert dieses Jahr noch? Also dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, auch wieder einmal nicht ins Studio zu gehen und ewig lang an einem Album zu schrauben. Das haben wir quasi jetzt letztes Jahr gemacht. Wir wollten eigentlich gern diese Single mit Juan Daniel so als Sommersingle sehen, Yo Volaré. Und die wird uns sicherlich auch noch lange begleiten durch den Sommer. Sonst sind viele Auftritte geplant und das nächste Album dann vielleicht so im nächsten Jahr, übernächstes Jahr. Ich glaube, das 10. Album haben wir jetzt schon gemacht. Man kann schon gar nicht erzählen. Und beim 11. muss man sich dann wieder genau überlegen, was man Neues macht. Also wir haben zwar immer Ideen, aber wenn es nach Ideen gehen würde, könnte man jedes Jahr ein Album rausbringen. Aber das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang gemacht. Das ist dann zu stressig. Wir sind ja auch schon älter geworden. Das heißt, man hat... Genau. Wir freuen uns immer auf den Sommer, auf den Live-Sommer, viele Konzerte und so weiter. Und das ist jetzt das, was ja jetzt eigentlich dann immer im Mai so losgeht. Und jetzt haben wir gestartet und freuen uns auf einen schönen, langen, sonnigen Sommer. Ja, der kommt mit Sicherheit, auch wenn es aktuell doch noch ein bisschen in manchen Regionen etwas sozusagen feucht ist. Also bei uns im Süddeutschland, da regnet es. Oh ja, stimmt. Ja, aber ja, mal sehen. Ändern können wir es nicht. Für die einen zu heiß, für die einen zu nass. Also ja, einfach das Beste draus machen. Sonst müsst ihr den Titel von Rudi Carrell nochmal ausgraben. Wann wird es wieder richtig Sommer? Ne? Ja, wer weiß. Den können wir. Wir sind für manche Überraschung gut. Sehr gut. Ja, also unter uns, wenn ihr es wisst, die werden ja dieses Jahr auch 30 Jahre. Also ich glaube, deswegen sind die ganz gut hier Special Guests mit dabei dieses Jahr. Ja, deswegen sind wir auch ganz froh drüber. Wie seid ihr eigentlich dazugekommen? Sind die auf euch zugekommen? Wir möchten euch drinne haben? Oder wie hat sich das... Ja, wir haben schon jahrelang gebaggert,
dass wir da endlich reinkommen. Ich weiß nicht, wie es entstanden ist. Ich glaube, die hatten, glaube ich, schon, die hatten uns immer wieder auf dem Kieker, wie man das so schön sagt, obwohl das heißt ja eher was Negatives. Nee, die haben tatsächlich auch letztes Jahr schon geguckt, ob wir irgendwo mal zusammenkommen, und jetzt passte das einfach. Und dann natürlich für uns super, ne, dass es auch so eine Jubiläumssendung ist und so. Das finde ich auch was Besonderes. Deswegen hat uns das noch mal mehr Spaß gemacht, und ja, wir kennen diese Sendung natürlich jetzt auch schon so lange und sind wirklich total froh, dass die an uns gedacht haben. Ja, das ist ja total spannend, dass man so als realer Musik Act, sage ich jetzt mal, in so einem fiktiven Stoff so vorkommt. Das finde ich total spannend, weil das ja so da mischen sich die Welten im Grunde, und das kriegt dann auf einmal so was ganz Reales. Und als nächstes hat man dann halt James Bond geplant. Ja, aber auch nicht. Also, mein Träumen darf man ja, oder? Ja, nicht den James Bond Song, sondern einfach als Schauspieler da so. Ja, genau. Schon klar. Bis Moneypenny. Ja, genau. Warum nicht? Warum nicht? Oder was wäre sonst so eine Rolle noch? Vielleicht auch auf dem Traumschiff. Das ist doch auch schön, so auf den. Ja, das wäre schön, aber ich eigentlich die Sesamstraße so als Bibo in dem Bibo-Kostüm. Da sehe ich mich eigentlich noch am ehesten. Oh, Sesamstraße, also schön. Bibo-Kostüm, Sascha natürlich als Traumschiff-Kapitän oder Co-Kapitän von Florian Silbereisen. Du meinst, ich soll den alten Sascha Hähn noch ersetzen. Ascha würde ja schon oder, mal passen, ja, genau. Deswegen. Und die Kapitänsmütze passt mir auch. Ja, mit Sicherheit. Auch die Uniform würde passen, oder? Ansonsten eine Arztserie, dafür sind wir auch da. Ja, das wäre aber meine. Ja, hier, gut, ne? Tierarzt. Professor Brinkmann Teil 2 oder so, ne? Ja, genau. Ich finde, Christian kommt seriös rüber. Wir können das hier absolut. Ja gut, ich meine, es gibt ja auch einen Schiffsarzt auf dem Schiff dann, ne? Ja, deswegen. Genau. Ja. Und dann gibt es halt drei, mein Gott. Ja, meins wäre mehr so die Stadtteilpraxis, so eine Art von Serie. Das ist eine gute Idee, die Stadtteilpraxis. Oh Mann, ja, ein bisschen Erinnerung darf man immer haben und auch mal zurückschauen, was früher so noch Gutes im TV gelaufen ist, sage ich immer wieder, oder? Ja gut, zumindest gab es früher nicht so viel, das heißt, man hat es mitbekommen auf jeden Fall. Jetzt mittlerweile gibt es so viel, aber das muss man ja auch sagen, immer Hut ab vor so einer, zum Beispiel einer Sendung wie Unter uns, dass man eine Serie so viele Jahre im Fernsehen sehen kann. Das ist ja wirklich unfassbar selten. Das finde ich gut, deswegen haben wir auch natürlich vor, mit Marquez 30 Jahre am Bild zu sein. Wir sind ja schon 18 Jahre, das ist ja schon toll, aber 30 Jahre, das müssen wir erstmal hinkriegen. Also das ist wirklich was Besonderes, finde ich. Ne? Das ist, da kann man nicht sagen, och, das macht man mal so eben nebenbei. Das ist schon was ganz Besonderes, 30 Jahre. Also ich meine, wenn wir den Rhythmus sozusagen beibehalten, vor 12 Jahren, also 2012, haben wir uns zum ersten Interview getroffen in Konstanz seinerzeit. Und wenn wir jetzt nochmal 12 Jahre später dann machen, dann wären wir ja beim 30-Jährigen. Dann unterhalten wir uns. Dann wären wir beim 30-Jährigen. Ja. Dann da sagst bin du ich was. Dafür. Auch gehen wir in Konstanz. Das war doch schön. Können wir machen. Konstanz war es ja. Verabreden wir uns jetzt schon mal am Bodensee. Super. Genau. Zieht es euch da auch wieder hin? Seid ihr da demnächst wieder? Ist da was geplant? Also geplant ist, ob wir dann, also wann es ist, wissen wir nicht, aber das war eigentlich, da haben wir mittlerweile ja schon, glaube ich, viermal gewesen oder drei oder viermal. Ja, schon ein paar Mal. Und ehrlich gesagt, gefällt uns natürlich auch die Gegend sehr schön, aber das Publikum war auch toll und das passte alles gut zusammen. Deswegen hoffen wir immer drauf. Wobei, ich bin ja eher sogar noch ein bisschen wieder nördlicher zu Hause, also in der Nähe von Stuttgart, Reutlingen ganz genau. Also wenn ihr euch da mal verirrt, dann meldet euch einfach. Ne? Machen wir gerne. Machen wir gerne. Auf jeden Fall. Ja, also, dann sind wir jetzt doch mal gespannt, wie gesagt, auf die Folge Mitte Juni. Und wir erst, ja. Freuen uns drauf, ne? Was wollt ihr euren Fans noch rausschicken? Da dürft ihr jetzt mal noch eine Botschaft raushauen. Was kann man Schönes sagen? Ich glaube an alle euch da draußen, wenn ihr unsere Musik schön findet und einfach auf die älteste Boygroup der Welt steht, dann bleibt bei uns, bei Marquez. Nein, einfach nur habt viel Spaß weiterhin mit unserer Musik und es kommt immer wieder was Neues von uns. Und solange wir drei immer Bock haben, hoffen wir auch, dass es immer weitergeht. Und eigentlich braucht sich nichts ändern, außer dass man Spaß an der Musik hat und ins Publikum oder im Publikum tanzt zu unserer Musik. Das ist eigentlich für uns das Schönste. Ja, wunderbar. Also dann schön
dem südländischen Flair treu bleiben. Das auf alle Fälle, so kommt da immer wieder das Urlaubsgefühl hoch und der Sommer kann kommen. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und danke dir. Dankeschön. Danke den Zuschauern fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Ausgabe. Euer Frank Stiller und bis bald. Marquez. Adios. Ciao. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.